schade, es war ein Versuch wert. Ich wollte euch gerne mit in mein Gebäude reinnehmen, wollte euch Live-Daten zeigen. Ich hätte euch gezeigt, wie viel Energie wir gerade verbrauchen, wer im Besprechungsraum drin ist, was da gerade passiert. Aber dann gehe ich auf PowerPoint und nehme euch da, glaube ich, mit. Ja, Steffi hat das schon angekündigt, mir liegt der Betrieb am Herzen. Ich bin der klassische Hausmeister, der Facility Manager, der sich um die Gebäude kümmert. Mir liegt es am Herzen, den Betrieb der Gebäude in den Fokus zu haben. Was ist das Komplizierteste im Gebäude? Der Nutzer. Aber vielleicht ist es auch der Wichtigste im Gebäude. Und dieses Facility Management mache ich schon seit 36 Jahren bei Phoenix Contact. Habe selber 4 Kinder, das sage ich bewusst immer ganz gerne, weil ich gucke mir von meinen Kindern viel ab. Die machen einfach manchmal Sachen, ein bisschen unstrategisch, aber manchmal geht es nachher dann doch auf. Ich habe eine intrinsische Motivation zum disruptiven Wandel, also möchte selber mein Geschäftsmodell vielleicht zerreißen. Mich findet man eigentlich auf jeder sozialen Netzwerkplattform. Ja, vielleicht 1, 2 Sätze zu Phoenix Contact. Wie Steffi schon sagte, dieses Jahr 100 Jahre jung. 22.000 Mitarbeiter weltweit, 100% eigenfinanziert, sehr technologieverliebt, 100.000 verschiedene Produkte. Und wir haben im Facility Management den Vorteil, wir planen und bauen und betreiben die Gebäude dann selber. Das ist, glaube ich, ein Riesenasset, das macht Spaß. Aber warum macht das nicht jeder in einer gewissen Perspektive? Kann natürlich vielleicht nicht jeder so machen, aber genau an der Stelle krankt es vielleicht auch im Geschäftsmodell. Kommen wir gleich nochmal dran vorbei. Jo, in diesen 100.000 verschiedenen Produkten darf ich schwimmen. Das kann eine Klemme sein, werdet ihr hier auch sicherlich irgendwo im Gebäude finden, irgendwo eine Klemme von uns oder eine Steuerungstechnik fürs Gebäude, einen Ladestecker für Elektroautos oder aber auch die Cloud. Das ist die Perspektive, das sind unsere Produkte. Da schwimme ich gerne drin. Und wie gesagt, ich möchte euch gerne mitnehmen zum dem Betrieb einer Immobilie neu denken. In der heutigen Zeit fühle ich mich häufig wie auf diesem Bild. Das ist ein Bild aus Schweden 1967 und es wurde gerade der Autoverkehr rechts links umgestellt und ich glaube, keiner weiß so richtig, soll er jetzt einen Blinker setzen, wo soll ich parken, alles ist neu. Und so ähnlich fühle ich mich in dieser digitalen Welt auch gerade, zwischen den Geschäftsmodellen, der Veränderung. Aber ich glaube, das ist eine richtige Chance, um jetzt aus dem Sattel rauszukommen, um was Neues zu erleben. Was erlebe ich im Gebäude? Wir planen, bauen und betreiben Gebäude. Die Errichtungskosten liegen irgendwie bei 20%. Da machen wir uns aber einen ganzen Tag drüber her. Da sprechen wir drüber und da wird auch gleich bestimmt wieder die Frage kommen, wie teuer ist das denn? Die andere Seite, die 80%, das ist vielleicht sogar 50 Jahre oder 100 Jahre. Also ich kenne kein Investitionsgut, was wir so lange betreiben wie ein Gebäude. Von daher gesehen, das ist schon mal ein Anreiz, dass das durchaus spannend ist und vor allen Dingen, ich glaube, das haben wir auch den ganzen Tag hier heute gehört, den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie zu betrachten. Das fängt, glaube ich, mit diesen Leistungsphasen an, wenn wir und solch ein Gebäude, wie ich es hier zeige, bauen wir jedes Jahr irgendwo auf der Welt, mal in Kanada oder mal in China oder mal in Deutschland. Das macht immer Spaß, wir gehen los mit dem Architekten, meistens in dieser Phase wird es spannend, dann müssen wir wieder sparen und dann schmeißen wir meistens immer was über Bord. Hier haben wir erstmal eine tolle Fassade gesehen, da müssen wir sparen und nachher hinten im Facility Management, im Betrieb, da macht es eigentlich erst richtig Spaß. Deswegen fand ich es gut, Frank, von deiner Folie eben genau diese 3 Sachen auch zu sehen, weil im Betrieb, da müssen wir uns drum kümmern. Ja, das ist eigentlich der klassische Hausmeister, da haben wir eigentlich gar keine Lust drauf und gar keine Zeit für, aber das ist meiner Ansicht nach das Wertvollste im Gebäude. Wenn ich ein Gebäude betrachte, betrachte ich es unter der Facette Security, IT, Gebäudemanagement und Gebäudelebenszyklus. Wie betreibe ich ein Gebäude? Hier steckt schon das Thema IT drin. Ich glaube, zukünftig wird das Gebäude nach den Spielregeln der IT sprechen. Habe ich von meinen Kindern abgelernt. Wenn ich einen Fernseher kaufe, hätte ich wahrscheinlich einen hochwertigen Sony-Farbfernseher gekauft. Mein Sohn kauft einen Fernseher, der einen Alexa-Skill hat, weil nur der ist gut. Also die Konnektivität zum übergelagerten System ist das Wichtigste. Und das ist bei meinen Gewerken und Geräten im Gebäude eigentlich ähnlich. Führt dazu, dass ich irgendwie den ungehinderten Informationsfluss im Gebäude habe, zwischen Technik, zwischen kaufmännischen Sachen. Alle Sachen sprechen irgendwie miteinander, nach den Spielregeln der IT. Hier mal so ein Bild bei uns ins Gebäude 4.
Hier unten steht ein Sofa, das hätte ich euch gerne eben live gezeigt. Da sehe ich, ob da einer drauf sitzt oder ob da keiner drauf sitzt. Ich sehe, ob einer im Besprechungsraum drin ist. Ich habe pro Quadratmeter in unseren Immobilien ungefähr einen Datenpunkt. Hier sehe ich durch eine Microsoft Hollands Brille oder auch durch ein Handy, wo die Lüftungskanäle im Gebäude lang gehen. Und eigentlich auch ganz wichtig, dort ist eine Leuchte eingebaut, welcher Typ, von welcher Firma, welche Sprache spricht sie. Aus meiner Sicht gehört das Thema BIM und diese Informationen hier genau in den Betrieb hin. Planen, bauen und dann in den Betrieb. Das fehlte mir eben noch so ein bisschen, der Slogan bei dem Thema Planen und Bauen 4.0. Da muss der Betrieb auch hinten dran, weil da erlebe ich die Perspektiven. Da kann ich mit den Sachen, die ich vorne gearbeitet habe, profitieren. Das war genau die Challenge bei unseren Gebäuden auch immer, weil ein Architekt sagt, haha, du mit deinen Sachen, das ist viel zu aufwendig, viel zu aufwendig. Ja, aber wenn man es in allen drei Dimensionen sieht, dann kommt man genau zu der Perspektive. Ich kann schon mal sagen, also unsere Gebäude sind nicht teurer als andere Gebäude. Wir betreiben unsere Gebäude ungefähr 50% günstiger als im Benchmark-Schnitt. Und das größte Asset für mich ist eigentlich, dass ich ein Gebäude betreibe wie ein Handy. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen damit mache. Ich kaufe mir ein Elektrofahrrad und auf einmal ist das Handy das Navigations-, das Bezahlsystem. Und in meinem Gebäude passiert auch was. Vielleicht fahre ich da ein Update rein und das Gebäude ist morgen ein Stückchen schlauer. Ich hätte euch hier gerne gezeigt, dass mein Gebäude 4 zum Beispiel in Bad Pyrmont gerade bei 1,6 Grad nach dem Pariser Abkommen liegt. Ist mit der Firma White, mit Hannah Hemken berechnet. Das Spannende daran war eigentlich, dass wir innerhalb von 2 Tagen die Daten hatten. Wir sprechen die Sprache der IT, die Daten liegen zur Verfügung und relativ schnell wussten wir, dass unser Gebäude 4 mit 1,6 Grad dazu beiträgt, die Welt eigentlich besser zu machen. Als Industrieunternehmen haben wir einen klaren Blick in dieses Thema digitale Zwilling, was wir hier heute schon mehrmals gehört haben. Erkennt man unten an dem Bild, was ich denn da sehe? Ich spiele mal noch ein Video ab. Hier sieht man jetzt durch das Handy auf den Schaltschrank und man sieht die Beschriftung des Schaltschranks, man sieht den digitalen Zwilling des Produktes von uns, was in dem Schaltschrank drin ist. Und ich kann jetzt da zum Beispiel den Schaltschrank auch bedienen oder ich kann auch eine Bedienungsanleitung vom Produkt runterholen. Das ist die Herkunft eines Industrieunternehmens und da sprechen wir digitalen Zwilling, da leben wir in der Perspektive. Aber genauso wäre es, wenn Sie mich am Standort besuchen, könnten Sie mit Ihrem Handy bei mir den Besprechungsraum suchen und im Besprechungsraum die Infrastruktur bedienen. Könnte man erst noch ein bisschen drüber lachen, aber ich glaube einfach, dass das Handy ein wesentlicher Bestandteil im Building wird. Denn es ist eine tolle Art und Weise, über das Handy mit dem Nutzer zu kommunizieren. Warum fährt bei 38 Grad Außentemperatur eine Assistenz den Sonnenschutz hoch? Wenn sie darüber wüsste, über das Handy, wie viel CO2 sie darüber verursacht, habe ich den Nutzer voll mitgenommen. Ja, das Gebäude verändert sich. Ich glaube, wir sind mit unseren Gebäuden rechts angekommen. Viele Daten stehen mir sauber zur Verfügung. Hätte ich gerne noch live gezeigt, heißt aber auch, wir sind an einem Unternehmen Edifien dran beteiligt, die geben mir als Facility Manager Handlungsempfehlungen, wie ich denn das Gebäude besser betreiben kann. Ich nenne das immer so sprungfixe Innovationen. Auf einmal kommt was um die Ecke und zerreißt gerade das Geschäftsmodell. Das kann sowas werden, dass ich zum Beispiel eine KI laufen lasse für ein Gebäude und die KI gibt mir Handlungsempfehlungen, wie ich denn das Gebäude besser betreiben kann. Dazu brauche ich saubere Daten. Ja, früher waren wir eher mit Excel unterwegs. Unsere Sprache ist jetzt eigentlich API, Cloud. Fand ich total spannend, eben den Begriff UPC-UA zu hören. Im Gebäude hätte ich mir nie gedacht. Das Thema UPC-UA ist bei uns im Maschinenbau in der Fabrik Standard, eine Sprache. Und so wird auch das Thema Cloud, API, eine Sprache sein. Denken Sie an meinen Sohn und an die Alexa zu Hause. Ja, das ist unser Standort, die 4 Gebäude, 2 Office-Gebäude, 2 Produktionsgebäude. Wir ziehen durch diese ganze Liegenschaft die Plattform durch. Hier ist sie eher technischer Art. Hier geht alles drauf. Hier geht alles drauf. Von der Kaffeemaschine bis zur Ladestation, von der Lüftungsanlage bis zum Blockheizkraftwerk, von der PV-Anlage bis whatever. Und das versetzt mich als Facility Manager ganz neu zu denken, weil die Chancen, besser zu werden, liegen eigentlich zwischen Geräten, zwischen den
zwischen den Devices. Bedeutet aber auch, dass ich Gebäude neu denken muss, weil ich auf einmal ein ganz anderes Engineering im Gebäude haben muss. Die Frage, die wir heute auch hätte stellen können, habe ich denn für ein digitales Gebäude auch einen digitalen FM-Dienstleister, der mir da eine Hilfe gibt? Darüber habe ich noch meinen kaufmännischen Layer. Das ist bei uns SAP, könnte aber auch irgendein anderes ERP-System sein. Und darüber dann nochmal den Betreiber oder den Nutzer, das kann ein Handy sein oder ein Cockpit, um diese Daten zu sehen. Treiben tut uns zu diesem Thema, das Betriebssystem für die Immobilie, genau die Kreise. Das ist einmal das Thema ESG. Ich glaube, das Thema CO2 ist bei uns noch gar nicht so richtig angekommen. Das tut noch gar nicht weh, das wird aber noch kommen. Da bin ich relativ gut aufgestellt, weil ich genau diese ganzen Daten zur Verfügung habe. Das Thema BIM ist, glaube ich, schon so alt wie der älteste in diesem Raum hier, aber noch nie so aktuell wie jetzt gerade. Hatte ich immer in den Bildern gezeigt, dass ein Leuchtmittel, eine Lampe bringt Informationen mit. Und BIM finde ich wieder im Betrieb. Da macht es erst richtig Spaß, mit diesen Sachen zu arbeiten. Gesetzliche Rahmenbedingungen, Verträge. KI hatte ich eben schon ein, zwei Mal angesprochen, bis zum Thema Cybersecurity. Wenn das Gebäude nach den Spielregeln der IT spricht, ist es eigentlich erst sicher. Und meine Heizung, die bis jetzt im Keller lief, war eigentlich nur sicher, weil sie im Keller lief. Verbinde ich aber die Heizung mit der PV-Anlage und mit der Ladestation, brauche dann noch eine App davon, bin ich schon in der IT angekommen und dann muss ich eigentlich nach den Spielregeln der IT sprechen. Ja, daraus entstehen dann solche Bilder, hätte ich gerne live gezeigt. Ich weiß relativ gut über meinen Standort, was passiert, wie viel Energie ich verbrauche. Das ist aber auch eine richtige Werbung fürs Facility Management, weil wer soll denn das managen? Ich habe ein Blockheizkraftwerk, das produziert Strom, ich habe eine PV-Anlage, ich habe Ladestationen. Wer soll das sektorenkopplungsmäßig zusammenspielen? Der Blockheizkraftwerksteller wird es nicht machen, die PV-Anlage kriegt das auch nicht hin. Das ist meiner Ansicht nach eine richtig spannende Perspektive, dass wir vom Facility Management zukünftig, glaube ich, einen extrem spannenden Job machen werden. Hier ist es mal so exemplarisch gezeigt, wo ich gerade meinen Strom herbekomme von draußen. Unser Blockheizkraftwerk werden wir zukünftig noch so benutzen wie einen Feuerlöscher. Es wird im Standby stehen. Ich errichte gerade eine PV-Anlage auf unseren Dächern. Ich errichte auf einer Nachbarfläche, auf einer Nachbarwiese eine PV-Anlage. Diese PV-Anlage wird nicht irgendwo ins Netz einspeisen, sondern hart und direkt bei uns in den Standort. Ich möchte auch selber Ladestationen selber betreiben, weil ich vielleicht zu gewissen Zeiten Strom über habe und das an meinen Mitarbeitern kostengünstig zur Verfügung stellen kann, ist wieder ein Grund, warum ein Mitarbeiter zurück ins Office kommt. Ja, das ist mal so eine Übersicht, die hätte ich Ihnen gerne gezeigt. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Sitzecke, da sehe ich, ob da einer drauf sitzt. Da ist es die Geze-Tür, das ist das Blockheizkraftwerk, das ist die Kunststoffspritzmaschine, meine Ladestation, unsere wichtigste Maschine, die Kaffeemaschine oder der Aufzug. Wichtig, dieses sind keine einzelnen Apps oder Systeme, sondern wenn sich hier einer hinsetzt, kann ich den Aufzug fahren lassen, das BRKW stehen lassen oder, und jetzt wird es spannend, Geschäftsmodelle verändern sich. Das ist eine Frage, die ich den Besuchern stelle, die bei uns kommen. Was mache ich mit meinen Gebäudedaten, wenn ich zum Beispiel die Außentüren habe? Ich habe bei uns einen Reinigungsroboter rumfahren. Was mache ich denn dann, wenn ich den weiß, dass es draußen 3 Grad minus ist und dass die Tür 50 Mal aufgegangen ist? Ich als Domainwissen, Hausmeister, weiß, dass dann mein Chef anruft und sagt, Schröder, der Granit ist total dreckig, bitte jetzt sauber machen. Ist egal, was es kostet. Und diesen Prozess haben wir in den Reinigungsroboter reingegossen und der fährt selber hin und reinigt da. Ist dann so eine Hotspot-Karte, wo man sieht, was passiert da. Das ist der Lucky Punch mit den Daten, wenn man sie sauber hat. Wichtiger Perspektive. Wir kommen von der zyklusbasierten zur bedarfsgerechten Maßnahme. Ich habe die Daten, wer ist bei mir im Besprechungsraum? Ich habe die Daten über LoRaWAN, wie voll ist der Mülleimer? Ich kann den gesamten Reinigungsprozess digitalisieren und das ist der Mehrwert. Bei uns guckt die Reinigungskraft nur noch in den Raum rein, der benutzt wurde. Als eine Perspektive Reinigung, den Roboter. Hier unten habe ich noch mal so ein paar Bilder mitgebracht, das Thema Indoor-Navigation. Ich sehe, welche Parkflächen belegt sind. Ich sehe, wie voll der Mülleimer ist. Oder ich sehe hier die Produktion. Als mittelständisch geprägtes Unternehmen bietet mir Phoenix Contact die Gelegenheit, so einen Sandkasten zu haben mit meinem Team. Wir dürfen spielen, wir dürfen Fehler machen. Ist, glaube ich, heute auch schon mehrmals gesagt worden. Fehler machen, über Fehler sprechen. Dürfen wir machen, müssen wir machen und dann viel darüber sprechen. Hier entstehen Sachen wie zum Beispiel den Reinigungsroboter.
Wir nennen es dann, wenn es funktioniert, wenn es kaufmännisch funktioniert, vielleicht nochmal dabei, mein Chef ist kaufmännischer Leiter, also der achtet da schon immer drauf, dass das immer alles auch wirtschaftlich passt, muss ich eigentlich so in 3 Jahren immer rentieren, sonst habe ich nicht die Chance, was umzusetzen. Wenn es dann passt, wenn es aus diesem Sandkasten rauskommt, geht es in die Phoenix Contact Welt, wir nennen es dann als 7-stellige Artikelnummer in den Betrieb, in andere Standorte, in andere Länder. Ja, hier nochmal ein Video mitgebracht von dem Spot und von dem Reinigungsroboter. Der Reinigungsroboter erfüllt seinen Dienst, der läuft seit 2 Jahren super, reinigt tagsüber die Office-Gebäude, nachts die Produktionsgebäude. Bei dem Spot sind wir noch so im Sprint, da schauen wir noch, ob wir da was von kriegen. Sehen wir mal, ich glaube, wir sind so gerade bei 40% von der Perspektive, dass der bei uns zum Einsatz kommt. Oder hier nochmal so ein Blick, nicht nur in die Besprechungsräume und in die Bürogebäude, sondern hier blicke ich auch in die Produktionsanlagen rein und weiß, welches Produkt gerade auf welcher Maschine läuft, welchen Energieverbrauch ich habe. Eine wichtige Perspektive, weil wir wollen unseren Standort klimaneutral machen und da muss ich wissen, was verbraucht die Infrastruktur und was verbraucht die Produktion. Ja, das hätte ich jetzt gerne nochmal gezeigt. Das wäre dann ins Live-System gegangen. Hier sehe ich zum Beispiel, dass zu dem damaligen Zeitpunkt mein Gebäude im AA-Bereich lief mit 8,14 Watt pro Quadratmeter. Das ist eine Software, die nicht nur mir zur Verfügung steht, sondern die jedem Mitarbeiter weltweit zur Verfügung steht von den Gebäuden. Soweit vielleicht mein Beitrag, Steffi. Mold wollte nochmal für das Thema Betrieb der Immobilie kämpfen, sehe, glaube ich, die Chance, dass wir Gebäude anders betreiben dürfen, müssen. Fand spannend diesen Tag hier heute. Nicht nur planen und bauen, sondern auch Gebäude betreiben. Dann komme ich nochmal schnell zu dir. Ja, dein Applaus. Du, super spannendes Thema und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du sagst ja auch, dass über die Jahre der Betrieb des Gebäudes die Baukosten deutlich übersteigt. Vor diesem Hintergrund, warum wird denn dann so fleißig geplant und gebaut, aber so wenig betrieben? Tja, das ist eine gute Frage. Frage ich dich. Auf dieser Messe, weil klassischerweise unser Geschäftsmodell eigentlich gar keinen Raum lässt für diesen Betrieb des Gebäudes. Wir bauen erstmal ganz groß mit einer tollen Fassade, dann geht es nachher in den Betrieb über und ich muss das ganz ehrlich sagen, so wie wir zurzeit in Deutschland unsere Gebäude betreiben, da richten wir die eher hin. Mhm. Günstig, günstig, günstig und wir wundern uns, dass nachher nichts drin passiert im Gebäude. Ja, okay, aber gut, euer Glück in dem Fall? Unser Glück hat unser Chef erkannt, ne? Weil das Gebäude, die Gebäudekosten laufen mit in die Produktionskosten rein und er hat verstanden, wie wichtig es ist, ein Gebäude so sinnhaft zu betreiben. Und ich glaube, da haben wir total viel Rückenwind. Also mir hat es Spaß gemacht, Ihnen das zu zeigen. Ich glaube, das Thema ist, wie so eine Flasche Rotwein kann nur besser werden. Ja, das Thema CO2-Energiekosten. Wir haben dieses Jahr die doppelten Energiekosten vom letzten Jahr. Das, glaube ich, merkt man an allen Stellen, dass der Betrieb der Immobilie in den Fokus kommt. Definitiv. Gibt es Fragen von euch an Frank zum Thema Gebäudebetrieb? Ich sehe da eine Frage. Guerdi kommt zu dir. Stell dich doch bitte kurz vor und dann deine Frage. Danke dir. Hallo. Christian Hammer von der Bremer AG IT-Abteilungsleiter. Ich hätte eine Frage und zwar, Sie haben ja relativ viel gezeigt, wie Sie IoT-Sensoren einsetzen in Ihren Gebäuden. Wie bringen Sie oder wie vermitteln Sie das Ihren Mitarbeitern in den Gebäuden, wenn ich vor allem sehe, okay, wir haben Drucksensoren in den Sitzen und gibt das Datenschutz oder gibt es halt irgendwie Bedenken bei den Mitarbeitern, dass sie kontrolliert werden in der Form oder wie vermitteln Sie oder vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern, dass es eigentlich einen sinnhaften Zweck für diese Sensoren gibt und nicht die Privatsphäre der Mitarbeiter halt überwacht werden sollen? Das ist eine sehr gute Frage. Diesen sinnhaften Zweck, den drücke ich zwar in betriebswirtschaftlichen Euros aus, aber ob der Mitarbeiter da wirklich einen Vorteil hat, ist dann nochmal eine andere Perspektive. Ich glaube, wir haben einen riesen Vorteil, dass wir als Industrieunternehmen schon seit 10 Jahren über Industrie 4.0 sprechen und unsere Prozesse in der Fertigung sind schon so digitalisiert und automatisiert und da denkt eigentlich der Mitarbeiter mit. Deswegen finde ich es ja sehr sportlich, wie wir zurzeit Gebäude betreiben. Also ich hätte eigentlich keine große Gegenwehr. Wir sind auch mit dem Betriebsrat unterwegs und das Thema Datenschutz
ist vielleicht sogar ein gewisser Showstopper, weil wenn Sie glauben, wie viele Cloud-Checklisten ich schon ausgefüllt habe zu diesen ganzen Themen, das ist ein Wahnsinn, ne? Und ich glaube, dass, also ich finde das Thema Datenschutz und Betriebsrat extrem wichtig, aber wir dürfen es auch nicht als Feigenblatt nutzen. Also wir haben die Corona-Zeit auch überlegt, obwohl wir unsere Adresse auf die Schreibtische in die Eistide hingelegt haben, und wir leben heute immer noch alle, ne? Also so weit würde ich nicht vielleicht unbedingt gehen, aber auch noch meine Perspektive, der 55-jährige Mitarbeiter sagt, Frank, du mit deiner AR-Brille, wir hatten am Wochenende einen Rohrbruch, jetzt sehen wir selber zu, dass du den Keller trocken kriegst. Ne? Das ist seine Sicht. Der 25-jährige sagt, hey Frank, genau an dem Thema müssen wir weitermachen. AR-Brille ist cool, das ist das, weswegen ich bei dir arbeite. Tja, alles hat zwei Seiten, ne? Alles hat zwei Seiten und ich glaube, dieses Bild aus Schweden symbolisiert das ganz gut, diese zwei Seiten. Ich glaube, da gibt es noch eine Anschlussfrage, oder? Ja, genau. Hast du das Mikro zum Spaß genommen? Nee. Philipp also. Walz, Porsche AG. Frage zu den Mehrkosten der Chips oder der IoT generell. Wie schnell ist der Return of Invest? Ihr habt 3 Jahre gesagt, aber bei der Anzahl der Datenpunkte, sind es 3 Jahre oder sind es mehr? Das Gebäude kostet nicht mehr als andere Gebäude. Ich liege bei 1600 Euro auf dem Quadratmeter. Das Gebäude ist vor 6 Jahren gebaut worden. Ist ein üblicher Preis. Ich habe die Betriebskosten liegen bei der Hälfte nach dem Benchmark-Schnitt. Ich glaube, jeder in dem Raum ist genug mathematisch veranlagt, um zu sehen, dass sich das lohnt. Die Frage ist nur, warum, was ich mache. Das ist eine typische deutsche Frage. Also für mich kostet es nicht mehr. Ich habe sicherlich eine andere Perspektive. Ich muss Engineering in meine Mitarbeiter reinkriegen. Also meine Mitarbeiter hat jeder einen Laptop und ich muss das Verständnis haben zu dem Thema IT. Aber betriebswirtschaftlich ist es nicht mehr, was es kostet. Aber die Chips und die Sensoren kosten ja Geld. Die Daten, die ich Ihnen gerne gezeigt hätte, hat das Device sowieso. Die Kaffeemaschine bringt die Daten mit, der Beamer bringt den Daten mit, die Velo-Pumpe hat seine 80 Datenpunkte. Dass wir nur die 3 Punkte, die Datenpunkte von der Pumpe nutzen, ein, aus und Störung, da sind wir ja selber schuld. Das war jetzt zum Beispiel, vor einem Jahr habe ich aus Dortmund die erste Pumpe bekommen, die nur noch einen IP-Stecker hat. Da sehe ich, dass das Büro und der Technikraum gerade zusammenwächst in der Richtung. Und ich darf das auch nicht mehr so betrachten, wie es vielleicht vor 20 Jahren war, dass ein Datenpunkt früher vielleicht 300 D-Mark gekostet hat, sondern es sind IT-Datenpunkte, die da sind und ich kann damit arbeiten. Das ist die Veränderung im Gebäudeumfeld. Und das war jetzt nur die finanzielle Perspektive. Ich habe keine technischen Sorgen mehr im Gebäude. Ich kann ein Update reinfahren, das Gebäude ist morgen ein Stückchen schlauer. Und wie gesagt, mit Hannah Hemke, mit Wright, 2 Tage haben wir gebraucht und sie hat analysiert, dass das Gebäude 4 im Krempfad aktuell bei 1,6 Grad liegt. Und das ist, glaube ich, nur möglich, wenn ich diese Daten sauber strukturiert in der Cloud habe und dann nach IT-Gesichtspunkten damit arbeiten kann. Frage damit beantwortet? Soweit? Oder habt ihr noch eine? Wir haben noch ein paar Minuten theoretisch. Wenn euch noch eine Frage auf der Seele brennt, dann her damit. Da ist noch eine Frage. Ich würde, glaube ich, noch was ergänzen. Also ich glaube, wie Sie es gerade vorgestellt haben, den größten Benefit, den Sie halt haben, ist, dass Sie das Gebäude selber betreiben. Wenn wir auf dem normalen Markt sind, haben wir ja das Problem, wir haben vielleicht einen Bauherrn, der sieht diese ganzen Thematiken gar nicht. Oder wir haben eine Projektentwicklung, die eigentlich gar nicht in den Betrieb geht. Das heißt, ich glaube, das ist eigentlich das Kernproblem. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass wenn man die gesamten Lebenszykluskosten betrachtet, es tatsächlich eigentlich alles günstiger und besser wäre. Ja, nur die Projektbeteiligten gucken ja nicht so weit, weil jeder guckt im Endeffekt nur über seine Grenzen, in die jeweilige Planung, dann in die Abwicklung, dann vielleicht in die Gewährleistung. Und jeder arbeitet immer nur mit dem Datenpaket, was es am Ende seiner Phase bekommt. Ja, aber das Gute ist das Feind vom Bösen. Und das ist das Gute. Und ich war letztes Jahr auf der Expo Real, wo ein Patrick Lange von der CR Immo rausgehauen hat, das Wichtigste im Gebäude ist die Gebäudeleittechnik. Diese Themen, deswegen, weil das waren meine Kreise, das Thema ESG, Klimaneutralität, das drückt auch die Gebäudeplaner und Ersteller genau in diese Richtung. Weil sie haben gar keine Chance ohne diese Perspektive, glaube ich. Dass das immer noch schwierig gesehen wird, das war ja auch Steffis Frage vorhin, warum steht denn der Betrieb nicht im Vordergrund? Ne? Weil Müller plant, Meier baut und dann muss noch irgendeiner das Gebäude betreiben. An den hat gar keiner gedacht. Das ist natürlich bei uns und der Vorteil. Sie werden ja nicht wahrscheinlich nicht alle Gebäude komplett selber bauen, sondern wahrscheinlich ja auch mit externen Beteiligten. Wie stellen Sie denn sicher, dass diejenigen auch tatsächlich in dem Standard, also ich nenne es jetzt mal Phoenix Contact Standard Gebäude, überhaupt das leisten können? Oder
haben Sie sozusagen halt tatsächlich Projektbeteiligte, mit denen Sie eigentlich immer zusammenarbeiten, oder ist es tatsächlich, wie es bei uns beispielsweise ist, wir haben halt in verschiedensten Standorten verschiedenste Projektbeteiligte, was natürlich immer durchwechselt, da gibt es kein richtiges Kernteam. Wir als Facility Management treiben die Baubesprechung und wir wissen, wo wir hinwollen. Und es ist kein leichter Weg. Erst wenn die Leute miteinander sprechen, werden auch die Dinge im Gebäude miteinander sprechen. Und das ist genau da die Perspektive zu. Es war nicht leicht. Als ich dieses Gebäude 4 gebaut habe, habe ich das ganze Planungsbüro eingeladen, zur Light & Building zu fahren. Habe das denen erklärt, welchen Mehrwert ich denn habe, wenn ein Deckenkühlgerät einen Kontakt hat, der mir Informationen weitergibt. 4 Wochen später in der Baubesprechung habe ich dann aber wieder eine Ausschreibungsliste gefunden, wo ein analoger Kontakt dran war. Da meldet mir dann sonntags das Kühlgerät, dass es kaputt ist. Das ist schade. Das hätte ich auch schon vorher wissen können. Bestenfalls nutze ich das Deckenkühlgerät sogar schon sonntags, um das Gebäude runter zu klimatisieren, weil montags der Nutzer kommt. Dankeschön. Danke auch euch. Ja, lieber Frank, herzlichen Glückwunsch nochmal. 100 Jahre Phoenix Contact. Ja. Und dir gebührt der letzte offizielle Applaus hier auf dieser Bühne nach deinem Vortrag. Vielen Dank. Danke.